Hallo liebe Rapid-Fans, ich freue mich endlich hier sein zu dürfen und kann es kaum erwarten, mit euch in diesem Stadion loszulegen. Liebe Grüße, Robert. Einmal mehr herzlich willkommen bei Rapid TV. Heute besonderer Anlass. Erstes Training, erste Übung sein auf dem Rasen mit unserem neuen Cheftrainer Robert Klaus und auch mit ihm bereits am Platz, werden wir da noch sehen, sein heute vorgestellter Co-Trainer Thomas Kraus, also Klaus und Kraus. Leicht zu merken, beides junge Fußballlehrer aus Deutschland, aus unserem Nachbarland. Robert Klaus, 38 Jahre jung, zuletzt Cheftrainer beim 1. FC Nürnberg gewesen und lange Zeit bei RB Leipzig, unter anderem als Co-Trainer der beiden heutigen Teamchefs, die dann am Abend da hinten mit Österreich und Deutschland aufeinandertreffen, Julian Nagelsmann und Ralf Rangnick. Und Thomas Kraus hat bis vor kurzem noch aktiv gespielt, zuletzt beim der zweiten Mannschaft des 1. FC Köln und beim Stadtrivalen Fortuna Köln, wo er auch früher gekickt hat, war er zuletzt Assistenztrainer. Und heute lernte auch die Mannschaft, die ja gestern frei hatte, das neue Trainerteam kennen. Stefan Kulowitz kommt ja auch von der zweiten Mannschaft rauf als weiterer Co-Trainer. Werden wir nachher ein bisschen mehr von unserem Geschäftsführer Sport Markus Katzer hören. Und ja, nach einer längeren Vorstellungsrunde, Besprechung wurde dann ganz ausführlich die Vorbereitung getroffen in der Kraftkammer, wirklich warm gemacht und seit ca. 15.15 Uhr ist die Mannschaft jetzt heraus hier auf diesem wunderschönen neuen Trainingsplatz im Körner Trainingszentrum Baubewahrter. Das ist jener Platz, der die gleichen Maße hat wie unser Spielfeld im Allianzstadion, 165 Meter. Rasenheizung auch dabei, ist Gott sei Dank noch nicht nötig. Es ist zwar schon etwas herbstlich, einer der Spieler hat sogar Handschuhe an, Ismail Sedi, der momentan aus der zweiten Mannschaft raufgerückt ist und mittrainiert, weil es fehlen ja auch noch ein paar Spieler. Matthias Seidel ist beim A-Team, Momo Oswald, Nick Sattelberger sind beim U21 und dort natürlich auch dabei Leo Querfeld. Und die haben einen tollen Erfolg gefeiert kürzlich in Frankreich und wir lassen jetzt ein paar Impressionen schweifen, ehe der Markus Katzer zu mir kommt. Und ich sehe, Markus macht sich schon auf den Weg, weil hier heute auch, es ist ein medienöffentliches Training, einiges an Kamerateams, Fotografen, Journalisten da, aber auch unser Präsident hat sich die Ehre gegeben. Markus, herzlich willkommen, danke, dass du ein paar Minuten Zeit nimmst, hast ein mehr als intensives Programm gehabt die letzten Tage. Heute die aktuellste Meldung war, dass es mit dem Thomas Kraus einen Landsmann von Robert Klaus als neuen Co-Trainer gibt. Kannst du uns ein paar Sätze über ihn sagen? Wie ist da die Entscheidungsfindung gewesen? Ja, für uns war es klar, dass der Thomas einen Co-Trainer mitnehmen kann. Wir haben in Kulowitz Stefan jetzt einen Trainer dazugegeben, der das Trainerteam noch verstärkt. Und es war klar, dass der Trainer, den wir holen, auch einen Co-Trainer mitnehmen kann. Und die Entscheidung haben wir ihm dann natürlich freigelassen. Klar, dass da auch Gespräche gegeben, aber im Endeffekt haben wir ihm da freie Wahl gelassen, wen man mitnimmt. Ist auch durchaus üblich international, was man so weiß. Ansonsten das Trainerteam, wir haben es gesehen, sind schon alle heraus, bleibt unverändert. Du kannst das vielleicht unseren Zuschauern noch mal kurz schildern, damit sie nicht rätseln. Das Trainerteam bleibt unverändert. Jürgen Macho kennt eh jeder, ich weiß nicht, ob ich jeden vorstellen muss. Daniel Schepper bleibt Co-Trainer, hilft auch bei der Videoanalyse mit, also ist da das Verbindungsstück mit der Videoanalyse und am Platz und auch in der Idealvideoanalyse. In Daniel Schmidt, einen Videoanalysten, der die Vor- und Nachbereitung der Spiele macht. Stefan Kulowitz als Co-Trainer, Robert Klaus als Kampfmannschaftstrainer oder nicht Kampfmannschaft, Profimannschaftstrainer. Und mit Thomas Kraus, den Co-Trainer, den er mitgebracht hat. Ja, gestern hat es die große Vorstellung gegeben von Robert Klaus, Pressekonferenz bei uns im Allianzstadion, großes Interesse. Wie warst du zufrieden mit dem ersten, auch wenn es in dem Fall nur medialer Auftritt war, ersten Auftritt unseres neuen Cheftrainers? Ja, ich glaube, das haben alle mitbekommen. Es war natürlich, glaube ich, ein sehr, sehr guter Auftritt, der erste Auftritt in der Öffentlichkeit. Ist, glaube ich, nie leicht, ja, gerade bei Rapid, sich dann auch den Fragen zu stellen, kritischen Fragen zu stellen. Das hat er hervorragend gemacht. Aber wie auch jeder weiß, die Wahrheit liegt am Platz. Gestern hat er schon 10 Punkte von 10 gehabt mit seiner Rhetorik und mit seinem Auftreten. Aber am Ende liegt die Wahrheit am Platz. Aber da bin ich mir auch sicher, dass er es genauso umsetzen kann, wie es in den Gesprächen davor war. Was wir auch wissen, auch die Arbeitsweise, wie er gearbeitet
gearbeitet hat, weil wir uns wirklich extrem viele Informationen eingeholt haben von vielen Personen rundherum, von Spielern, die er betreut hat in seiner Zeit. Also da sind wir sehr zuversichtlich, dass das auch gut oder sehr gut funktionieren wird. Ich bin überzeugt, einige Spieler konnte er noch nicht persönlich kennenlernen, weil sie noch bei den Nationalteams sind. Dafür sind auch zwei, drei Spieler aus der zweiten Mannschaft mit dabei. Kann sein, dass die bei ihm dann gleich herumbleiben. Ich habe gesehen, den Ismail Sedi, den Aristot, Damboy Kasengeli, ich hoffe, ich spreche ganz korrekt aus, und last but not least noch den Vince. Ja, das sind Spieler, die sind natürlich haben es gut gemacht jetzt im Herbst, haben sich auch verdient, da mal oben mit dabei zu sein. Das ist jetzt in der Länderspielpause auch viel einfacher, wenn die nationalen Spieler weg sind, dann haben auch die Kaderplätze im Training. Wie es weitergeht, wird man sehen. Sicher der ein oder andere dabei, der vielleicht auch jetzt im Herbst schon durchgängig bei der ersten Mannschaft dabei sein wird. Aber das ist das erste Training jetzt vom Trainer, und das Bild muss er sich selber auch machen, und dann wird man das entscheiden. Ansonsten kommen wir zurück zum neuen Rapid 2 Cheftrainer. Der Jürgen Kerber ist auch ein bekannter Name bei uns im Verein, schon jahrelang tätig und jetzt auch die UEFA Pro-Lizenz gemacht. Du hast vor einer guten Woche gesagt, Stefan Kulowitz wird dann wieder retour zu Rapid 2 gehen. Jetzt bleibt er im A-Team. Wie ist da die Entscheidungsfindung gewesen? War das ein Wunsch von dir, von der Geschäftsführung? War das ein Wunsch vom neuen Trainer? Ja, es war so, dass der neue Trainer schon wem wollt, der den Verein kennt, die Strukturen kennt, der vielleicht auch eine Bindung hat zum Nachwuchs, und da war der Kulo einfach prädestiniert. Dann hat es Gespräche gegeben, auch offene Gespräche gegeben. Der Kulo hat natürlich auch das Gespräch mit dem neuen Cheftrainer geführt. Das hat von erster Sekunde an gepasst, war dann auch richtig motiviert, wollte es auch dann so machen. War unsere Empfehlung natürlich, aber er hat die Chance, die er bekommen hat, dann jetzt auch wahrgenommen, macht das mit richtiger Freude von der ersten Sekunde weg, und das ist auch unser Weg. Ich glaube, das wollen wir auch in Zukunft so machen. Wir wollen von unten nachschieben, irgendwann vielleicht sogar von unten nach einen Cheftrainer schieben, aber von dem wollen wir gar nicht reden, sondern es ist einfach die Art und Weise, wie wir in Zukunft an die Sache rangehen wollen. Und das beweist jetzt auch die Entscheidungsfindung beim Rapid 2 Trainer. Da sind wir mit Jürgen Kerber, einem absoluten Mann, der das jetzt sich auch wirklich verdient hat, war vorher in der U18 aus dem eigenen Nachwuchs der logische Weg für uns, und hat auch jetzt vor kurzem die Pro-Lizenz abgeschlossen, also passte perfekt, und wir freuen uns auch auf die Zusammenarbeit mit Jürgen. Sag ich mal vielen Dank, Mäcki. Ja, du möchtest dir in Ruhe auch das erste Training anschauen, aber umso mehr Dankeschön, dass du ein paar Minuten Zeit genommen hast, und bleiben wir guter Dinge und freuen uns auf deinen nächsten Auftritt bei uns. Danke. Ja, und damit, glaube ich, viele interessante Informationen aus allererster Hand von unserem Geschäftsführer Sport. Und in weiterer Folge gibt es sicher noch ein paar Impressionen von diesem ersten Training aus dem Körner Trainingszentrum Bauer Bewahrter. Und nicht vergessen, Sonntag ist dann das erste Spiel unter dem neuen Trainerteam. Und das führt den blau-weißen Linzer Derby-Sieger nach Wien. Blau-weiß Linz kommt, das erste Spiel, was wir gegeneinander hatten, da erinnern wir uns sehr gerne. Ein 5:0-Sieg, großer Wermutstropfen, damals die schwere Verletzung von Nenad Cvetkovic, der schon voll im Reha-Training steht und um sein Comeback kämpft. Aber wichtig ist jetzt der kommende Sonntag. Wäre super, wenn möglichst viele von euch live mit dabei sind im Allianzstadion. 17 Uhr Ankick, Tickets wie immer bei uns im Fancorner in Hütteldorf, in den Fanjobs und online unter rapidshop.at. Dankeschön für euer Interesse. Und auf bald.